Seid ihr verknallt? Ja, aber wie? Dann luft man nebeneinander. Ihr seid gleich alle mächtig froh, es folgt gleich ein Hammer-Video. Jetzt hört mal alle auf zu bocken und schaut euch an, was ich und Willi alles machen kann. Ich und Micha versuchen ganz charmant und hauen euch alle an die Wand. Einer ohne Arm und Hirn bieten euch jetzt die Stirn. Viel Spaß bei dem, was jetzt folgt. Lasst ein Abo da und liked mich und lasst mich und Micha nicht im Stich. Willkommen zurück, Freunde der Sonne. Freunde der Herzen und Freunde und so weiter. Ich habe nämlich heute jemand dabei. Kannst du mal kommen? Die warten auf dich. Hallo. Na, ihr Pappnasen habt da sehr lange auf mich gewartet, ne? Die haben sehr lange auf mich gewartet, war Micha? Die haben alle auf dich gewartet und ich habe ja auch meine Zuschauer oder unsere Zuschauer versprochen, dass halt das nächste Video wird natürlich auch wieder mal, was heißt natürlich, wird ein Willi und ein Micha Video, sprich umgedreht ein Micha und Willi Video, alle zusammenhängt wie Weder Video oder so, ja. So. Ja, also Leute, also ich war ja schnell wieder hier, sehr schnell muss ich mal dazu sagen, wo ich weg war. Stopp! Wieso? So schnell warst du auch nicht mehr hier. Du warst schon lange nicht mehr hier. Das wolltest du mir sagen. Und wisst ihr was? Und warum das so war? Das kannst du ja nun auch so erklären. Warum warst du eine ganze Zeit nicht hier? Und noch was? Wir wollten noch eine Auswertung machen wegen dem Umzug. Da hast du mich nicht geholfen. Mich nicht. Hä? Das sagst du, dann erklärst du mal auf hier, was hier passiert ist. Und warum du so lange nicht da warst. Also Leute, das war folgendermaßen, warum ich so lange nicht da war. Ja, ich hatte Urlaub gehabt mit meiner Geliebten in Gudrun. Und zwar, wir waren, wo waren wir denn da? Am Ständer da, Mensch. Welcher Ständer denn jetzt schon wieder? Ostsee? Das war kein... Ach so, das Ding meinst du. War das nicht Greifswalder Ole oder wie das hieß da? Keine Ahnung. Kann sein, Ole. Irgendwann mit Ole war ich gewesen. Ja, und da warst du Urlaub? Ja, da war ich ja mit die heutige Gudrun. Das ist doch meine Olle, mit der ich mich immer so zanke. Und das war so schön. Und wir waren beim Ständer, meine Greifswalder Ole, war so schön, Micha. Das war sehr, sehr schön. Besser als schön, war so ja, toll, du, Micha. Das ist gut, schön. Okay. Deswegen konntest du mir nicht helfen, ist okay. Akzeptiere ich auch. Gut, die Entschuldigung nehme ich ja auch an. Wenn du mir eine gibst. Gibt dir keine Nee. Okay. Gesundheiten, Detten. Naja, gut, ich entschuldige mich. Dankeschön. Naja, und danach sind wir ja denn weiter hier, Dings. Wir sind ja vom Urlaub dann zurück und dann sind wir wieder nach Lalaika gefahren. Urlaub machen da hinten, wisst ihr? Danach wart ihr denn auch wieder da gewesen und dann wart ihr auch schon wieder weg gewesen. Ja, das ist ja auch zu. Wir waren in Lalaika. Da wurde Bananen gibt, also für das Zeug. Wie Lalaika? Lalaika, da gibt's doch die Bananen da alle. Mensch, wie kann man essen da? Die grünen Dinger da. Ja, naja, nicht in Lalaika, sondern in Jamaika gibt es Bananen. Was ist passiert? Na, viel ist da passiert, sag mal. Ach so, was ist überhaupt passiert mit deiner Gudrun? Die ist im Krankenhaus weggehört. Ausgerutscht ist sie. Was ist passiert? Erzähl auch den Zuschauern, die wollen das ja wissen. Na, die ist ja ausgerutscht so richtig, die doofe Olle. Die kann ja richtig loben und ist dabei was ausgerutscht, ne, sag mal. Aber richtig aus... Stopp! Richtig doll ausgerutscht, was? Ihr seid kurz nach der Ostsee-Urlaub oder was das ist, seid ihr gleich nochmal Urlaub hier dingst? Oh Mann, die müsste aber ganz schön flüssig sein, wa? Naja, was heißt flüssig? Wir brauchen nichts bezahlen, weil wir was Besonderes sind. Ihr braucht nichts zu bezahlen? Na, unsere Art, wir stehen doch unter Denkmalschutz, weißt du? Und da brauchen wir nichts zu bezahlen, so einfach ist das. Naja, verstehe ich zwar nicht alles, aber erzähl mal weiter. Was ist passiert mit dir? Naja, wir sind ja irgendwann mal eines Tages, sind wir ja aufgestanden und dann sind wir da langgelaufen. Und da haben wir so einen Stand gesehen, da gab es ganz, ganz viele Bananen und ich habe mir dann 2, 3 geholt, 4 waren vielleicht auch, können so ja 5 gewesen sein, weißt du? Ungefähr so. Ja. Wie hast du denn die Bananenschale denn... Ja, entsorgt eigentlich. Die ist doch da ausgerutscht. Wie kann es passieren, dass deine Heulier, deine Gudrun, auf eine Bananenschale denn ausrutschen kann? Wie ist denn das passiert, sag mal, oder wie kann das passieren? Ich meine, anders gefragt. Wie seid ihr gelaufen? Na, wir sind eigentlich hinterrücks gelaufen. Also ich bin vorgelaufen, wie sich das gehört, und meine Olle ist hinter mir gelaufen. So macht man immer. Hintereinander? Ja, so machen wir immer. Seid ihr verknallt? Ja, aber wie? Dann luft man nebeneinander. Oh. Händchenhaltend eigentlich. Ja, so? Ja, und wenn man halt nicht händchenhaltend irgendwie nebeneinander läuft oder so, dann sitzt man vielleicht neben der Couch so ein bisschen so zusammen. Ach so? So macht man das? Ich wusste das ja nicht. Eigentlich? Und hinter mir hat dann die Bananenschale einfach mal so rübergeschmissen. So die hast du denn hinterm Rücken jetzt so einfach so mal weggeschmissen? Und dann ist er ausgerutscht? Du bist ja ein Kasper. Na, warum will denn Kasper? Die hätte ja kicken können. Die hat doch hier sehen. Oder auch nicht. Ich denke mal, die hat nicht gesehen, dass da die Bananenschale war und dann ist einfach mal so ausgerutscht. Bist du schon mal ausgerutscht, so richtig derbe, Micha?
Ich bin noch nie irgendwo rausgerutscht. Oder? Keine Ahnung, mir fällt das nicht ein, wo ich rausgerutscht bin. Kann passieren oder passiert sein, dass ich mal irgendwo hingerutscht bin oder was weiß ich nicht alles oder einfach mal so irgendwo hingerutscht bin oder keine Ahnung, mir fällt jetzt echt ein Stein, wo ich vielleicht hier gerutscht bin oder so. Ich muss dir gleich wieder was sagen, ich muss mich gleich los. Wir müssen uns mal ein bisschen beeilen, Michael. Wie, du musst gleich los? Wir haben gerade angefangen, Mäuschen. Wir können nicht gleich wieder aufhören, das geht gar nicht. Aber ich habe dann so eine weite Strecke vor mir. Ich muss doch denn dahin fliehen, allerlei. Und da ist sie doch. Wegen der Banane. Die Schale liegt da unten. Verdammt, ich muss die Schale auch wegräumen. Die liegt doch da. Was? Wo musst du hin? Du musst fliegen. Ach du Scheiße, du musst ja fliegen. Wohin? Lalaika. Jamaika, weißt du? Mhm. Aber Jamaika musst du hinfliehen. Das ist ja ganz schön weit. Wieso weit? Das sind doch bloß 3 Kilometer. Das sind keine 3 Kilometer. Das sind 3000. Da musst du 3-0 dran dödeln, Mann. Dann sind die 3000 und dann musst du ja auch hinfliegen, 3000 Kilometer. Zah. Was ist denn Zah? Man sagt so Zah. Zah 3000 Kilometer, so Mischi-Maschi. Was ist denn jetzt schon wieder Mischi-Maschi, sag mal, Micha? Ach, was ist denn Mischi-Maschi? Ungefähr Zah, Mann. Mischi-Maschi ist ungefähr Zah. Kannst du mir das mal so richtig mal so erklären, Michael? Lass uns mal darüber mal ein andermal reden, dann erklär ich dir das, was ein Zar ist und was Mischi-Maschi ist, so in etwa. Ja, so ungefähr. Was ist denn jetzt ungefähr? Was ungefähr ist? Das ist ja doof. Das ist ja gar nicht. Alter, kauf dir einen Duden oder was? Oder lass dir einen Duden schenken. Mal wieder anziehen, siehst du aus wie ein kleiner Klon. Kann ja Gudrun grüßen. Du, klar kannst du, oder das musst du auch. Bestell Gudrun einen guten Gruß von mir. Das werde ich nämlich machen. Und von euch auch. Von euch einen auch einen Gruß. Doch, das ist aber lieb, dass du das sagst. Mhm. Von euch. Gut, super. Also Abonnenten habt ihr gehört. Ja, wir grüßen euch natürlich auch alle. Nee, Quatsch. Nee, alle. Wir grüßen gut und von euch. So was. Sag mal, wisst ihr überhaupt noch, was du so erzählst? Wir grüßen alle. Und bist neben der Spur, ne? Bin ich neben der Spur. Warum soll ich neben der Spur sein? Nein, ich bin nicht neben der Spur. Wenn, denn nur nebeneinander. Naja, ob nebeneinander, aufeinander, drübereinander, ist auch real. Ich glaube, das reicht, dass ich heute hier war. Ihr wisst Bescheid jetzt und ich hau jetzt ab. Was reicht denn, dass du da warst? Bist du doof? Das sitzt noch nicht mal, ich kicke auf die Uhr, das sitzt noch nicht mal jetzt, sind gerade mal 7 Minuten, wo du wieder da bist, sag mal. Mal. Nein, du sollst, ach gut, lass. Gut, dann weiß ich nicht, wenn du dich verabschieden willst oder und du musst los, dann sag dir, dass du los musst und dann musst du los, dann gehst du los. Du musst los. Na, wenn ich los muss, dann muss ich ja los. Und in diesem Sinne sage ich auf Wiedersehen und tschüss, Michael. Ja, wie tschüss, Micha? Auf Wiedersehen. Tschüss, einfach. Na, du raus jetzt wirklich ab, ja? Und lässt mich schon wieder alleine. Ich lass dich ja nicht alleine, ich komm ja wieder. Andere kommen auch wieder, ich auch. Nächstes Mal geht das länger. Okay, nächstes Mal machen wir länger. Was sollte das jetzt sein, so? Naja, was sollte das sein? Das sollte einfach mal was sein, dass ich wieder da bin. Und dass ihr euch wieder auf mich freuen könnt. Und ich hab dich so vermisst. Hab dich auch vermisst, na klar. Ich vermisst, na, die ganzen Leute, die haben dich vermisst. Viele haben mich ja so angeschrieben. Ja, wo bist du, wo bleibst du? Ein hier oder eine Person, ja, die hatte ja so, ja, gedacht, dich gibt es ja nicht mehr. Ich hab dich irgendwo in eine Mülltonne geschmissen oder irgendwie sowas in der Art, ja. Nee, Leute, mit mir nicht. Der Willi, der ist meiner hier, der bleibt hier auch. Und war Willi? Hm, ja, genau. Sag mal, hier hörst du auch jemand irgendwie so? Ob ich jemand anderes gehöre? Ja, auch. Einer bestimmten Person. Ja. Ist ja noch wie bei mir. Bei mir und Gudrun, ich gehöre Gudrun und Gudrun gibt's mir. Wie du, Gudrun, genau. Denn du gehörst ja Gudrun auch. Ne? Okay, dann sag mal einfach mal so, warte mal, dann sagen wir mal einfach mal wieder auf Wiedersehen und hast du nicht gesehen. Ich denke mal für den Kleinet, hallo, ich bin wieder da, Willi, oder naja, du weißt schon, wie das meine, Willi. Reicht doch nicht wieder, ich war jetzt wieder da, ich bin jetzt wieder da und du sprichst immer wirre, Micha. Danke für das wirre Zeug, okay. Aber ist ja, gut, Leute, ich denke mal, wir... Machen wir das mal wieder zusammen, Micha? Machen wir zusammen. Die Verabschiedung meine ich. Verabschieden wir uns zusammen. Ich finde eigentlich jetzt immer richtig immer cool, wenn wir uns beide immer zusammen so verabschieden. Wir sind zusammen richtig cool. Na ja, gut, dann okay, dann sag ich einfach mal so, pass auf, Willi. Ja, pass auf. Ich sage, Willi, Willi, und dann sagen wir zusammen, ist wieder da, okay? Gut, also, ich sage dann, Willi, Willi, und zusammen sagen wir dann, ist wieder da, okay? Gut, okay, jetzt. Willi, Willi. Ist wieder da. Willi, Willi, ist wieder da. In diesem Sinne, habt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Tschüss.